Das sind sehr viele Themen, die du aufmachst, die sehr interessant sind. Einmal haben wir das Thema innere Unruhe. Innere Unruhe ist pure Energie, die quasi aus dem gesamten harmonischen Gefüge unseres körperlich-leiblichen Seins rausgerissen wird, weil irgendein Programm, meinetwegen so wie nur wer leistet, wird geliebt. So, das erzeugt als Kind eine innere Unruhe, eine Unerfüllbarkeit, in der ich immer hinterher renne. Das heißt, mein Key-System ist verbunden mit einem Programm. Und dann ist es so, dass Spannungen entstehen in uns, sehr, sehr große Spannungen, die häufig körperlich sind. Was du aber beschreibst, ist noch eine Sondersituation, mit der ich mich erst seit einigen Jahren auseinandersetze. Das ist nämlich die mittlere Energie. Es gibt also eine grobe Energie, das ist das Ki, die Lebensenergie. Die kann unruhig sein, die kann getrieben sein. Also diese Energie kann unseren Körper gesund erhalten, die geht aber auch in jede beliebige Emotion und verstärkt die. Und Emotionen verstärken sich durch diese Energie. So kann sich Wut aufschaukeln, Angst aufschaukeln, Liebeskummer, was man auch so. Ja. Aber es gibt eine Form, wo so eine vibrierende, stehende Energie ist, die man auch kennt. Viele, die vielleicht, sagen wir mal, extreme Überlastungserfahrungen gemacht haben, meinetwegen Kinder und Beruf und beides geht in die Krise mit Beziehung. Und man ist, wacht so um 3.30 Uhr auf und ist, vielleicht kennen das einige, ja? Das nenne ich die mittlere Energie, weil wenn ich jetzt um 3.40 Uhr dann das geschafft habe, zu sagen, alles ist gut, am Ende ist auch alles gut und ist es dann auch wirklich gut, ist diese Energie knallhart noch da. Und die ist quasi eine sehr feine Form von Ki-Energie, die sozusagen kurz vor dem Herztor so steht und eigentlich sich transformieren will, aber in dieser Ebene sich gesammelt und staut. Und die eben auch frei ist. Die ist nur sehr, sehr schwer zu handeln. Und die kriegst du nicht mehr mit einer Übung. Die kriegst du nur mit einer Bewusstseinsveränderung. Also indem du Metta-Meditation machst. Also liebevolle Güte-Meditation, entsprechende Mantren benutzt. Und damit kann man das sehr, sehr, also ganz leicht, ganz fein auflösen. Ja? Hi. Hey.